Meine Kollegin Claudia Meyer aus Hamburg kommt jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an dieser seltsamen Hotdog-Figur vorbei. Und sie hat sich immer gefragt, wo kommt das Ding bloß her? Tja, Claudia hat sich auf die Suche gemacht und die führte sie nach Polen. Und was das hier alles mit der größten Papststatue der Welt zu tun hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Montag vor einer Woche in Hamburg. Heute geht Claudia nicht vorbei, sondern fragt nach. Ich laufe jeden Morgen an dieser Figur bei Ihnen vorbei und frage mich, wissen Sie, wo die herkommt? Ich weiß das leider nicht. Also die Figur, die steht hier schon sehr lange. Den auffälligen Hotdog-Mann kennt hier jeder, aber keiner weiß mehr. Claudia findet etwas Verblüffendes heraus. Diese Figuren kommen nicht aus Asien, wie sie erwartet hat, sondern aus einer Stadt in Polen. Ihr Name? Nowa Sol. Dort stellt man seit Jahren Figuren aller Art und Größe für die ganze Welt her. Die Hauptstadt der Kunststofffiguren, sozusagen. Da müssen wir hin. Den Namen der Hotdog-Figurenfabrik kennen wir noch nicht. Telefonieren bringt uns im Moment nicht weiter. Wir hoffen darauf, vor Ort mehr Informationen zu bekommen. Nach einer langen Fahrt durch Polen. Das Navi ist unterwegs ausgefallen, das Team ist völlig falsch gefahren. Und von unserem Ziel, Nowa Sol, sind wir noch immer weit entfernt. Doch plötzlich taucht über den Baumwipfeln das auf. Eine gigantische Statue vom polnischen Papst Johannes Paul. Unsere Reporterin hat darüber schon gelesen. Auch sie wurde in der Stadt Nowa Sol produziert. Eigentlich wollten wir nicht extra hierher zum Riesenpapst. Er steht in der Pilgerstadt Częstochowa. Der unfreiwillige Umweg war viel zu weit. Aber wo wir schon mal hier sind, fahren wir natürlich nicht einfach vorbei. Wer in Nowa Sol hat diese spektakuläre Statue gemacht? Vielleicht hat dieser Hersteller auch was mit unseren Hotdog-Figuren zu tun. Die Papststatue steht in einem Vergnügungspark. Von einer Mitarbeiterin erfahren wir, es ist die größte der Welt. Knapp 14 Meter hoch und komplett hohl. 90% der Polen sind katholisch und tiefgläubig. Sie verehren ihren verstorbenen Papst und freuen sich über seine Heiligsprechung. Die Figur wurde nach der Errichtung 2013 sogar offiziell gesegnet. Und die Mitarbeiterin kann uns den Hersteller in Nowa Sol nennen. Endlich ein konkreter Ansprechpartner. Wieder unterwegs trauen wir unseren Augen kaum. Noch eine Riesenstatue. Dieses Mal der größte Jesus der Welt. Mit 36 Metern höher als der berühmte in Rio de Janeiro. Vor Ort erfahren wir, dass das Herz des Pfarrers, der ihn erbauen ließ, am Fuß des Hügels begraben liegt. Allerdings besteht der Riesen-Jesus nicht aus Kunststoff, sondern aus Beton und kommt nicht aus Nowa Sol. Aber klar ist, die Polen haben einen Hang zu gigantischen Figuren. Endlich in Nowa Sol. Wir sind mit dem Produktionsleiter der Fabrik verabredet. Haben uns aber schon wieder verfahren. Und landen auf diesem gruseligen Figurenfriedhof. Die Wachhunde sind jedoch sehr lebendig. Nix wie weg hier. Nach ein paar Telefonaten klappt es dann endlich. Das ist Michael, der Produktionsleiter der Firma, von der die Papststatue in Częstochowa stammt. Die gute Nachricht, sie machen auch unsere Hotdog-Figuren. Laut Michael hat eine deutsche Imbisskette vor kurzem mehrere bestellt. Aber vor der Produktion will Michael uns noch das Wahrzeichen Nowa Sols zeigen. Die größte Gartenzwergstatue der Welt. Wir können es kaum glauben. Mit 5,40 Meter im Guinness-Buch und ein Touristenmagnet. Die Riesenzwerge stehen in einem Vergnügungspark voller Figuren. Der Eintritt ist kostenlos. Doch wie wurde aus Nowa Sol eigentlich die Figurenhauptstadt? Nach der Wende haben hier zwei große Firmen pleite gemacht und mussten schließen. Darum war die Arbeitslosenrate sehr hoch. Da hatte der Bürgermeister die Idee, Figuren herzustellen. Anfangs hauptsächlich Gartenzwerge. Vor allem die Ostdeutschen waren verrückt nach ihnen. Damals gab es so ungefähr 400 Figurenhersteller in Nowa Sol. Übrig sind jetzt noch vier. Wir sind eine davon. Geschafft. Endlich bei der Firma, die die Hotdog-Figur herstellt.
Insgesamt 1000 verschiedene Modelle haben sie im Programm. In diesem Raum entstehen gerade neue Figuren. Insgesamt sind es 25.000 pro Jahr. Dieser Mitarbeiter schleift gerade riesen Christbaumkugeln. Deko für Kaufhäuser. Diese Teekanne ist für einen großen Keramikhersteller. Und diese Eistüte wird bald vor einem deutschen Café stehen. Das noch hornlose Nashorn kommt in einen Vergnügungspark nach England. Die ganzen Kühe sind für Frankreich. Sie sind Teil eines weltweiten Kunstprojektes. Ich weiß nicht warum, aber die Franzosen sind verrückt nach Kühen. Die ganzen Kühe hier sind für Frankreich. Die Deutschen bestellen in letzter Zeit häufig Dinosaurier. Dinos liefern wir aber auch häufig nach Russland. Angefangen hat alles nach der Wende mit Ihnen. Gartenzwerge, das Markenzeichen für deutsche Spießigkeit. Die Firma hat immer noch ein paar größere Varianten im Programm. Aber inzwischen werden Gartenzwerge billiger auf den Philippinen hergestellt. Bei den Dumpingpreisen können die polnischen Firmen nicht mithalten. Auf den Philippinen und in Asien machen sie ihr Geld eher mit der Massenproduktion von kleinen Figuren, zum Beispiel Gartenzwergen. In Polen ist es anders. Wir produzieren inzwischen nicht mehr kleine Figuren in Masse, sondern große Figuren in kleinen Stückzahlen, nach den individuellen Wünschen der Kunden. Aber jetzt wollen wir endlich sehen, wie unsere Hotdog-Figur entsteht. Im ersten Arbeitsschritt wird eine Zeichnung angefertigt. Denn jeder Kunde möchte die Figur ein bisschen anders haben. Dann wird aus Ton so ein Erstentwurf modelliert. Darin steckt oft wochenlange Handarbeit. Der wird eingescannt, um ein 3D-Modell zu erstellen. Das braucht man, um die Figur später in jeder beliebigen Größe produzieren zu können. Diese 250.000 Euro teure Maschine stellt danach mehrere Modelle aus Styropor oder Holz in verschiedenen Größen her. Diese Prototypen dienen unter anderem als Vorlage für die Gussformen. Die eigentlichen Figuren entstehen in guter alter Handarbeit. Diese Mitarbeiter rühren gerade Kunstharz an. Damit gießen sie die Formen aus und verstreichen den Brei gleichmäßig. Das muss sehr schnell gehen, denn das klebrige Harz trocknet innerhalb weniger Minuten. Obendrauf kommen diese Glasfasermatten, getränkt in einer Mischung aus Kunstharz und Kalkpulver. Das macht die Oberfläche der Figuren schön glatt. Auch das muss schnell gehen. Darum arbeiten mehrere Männer gleichzeitig daran. Dieser Arbeitsschritt heißt Laminieren. So entsteht glasfaserverstärkter Kunststoff, umgangssprachlich auch Fiberglas genannt. Er ist wetterfest und widerstandsfähig. Die Figuren sind ja für draußen. Genau so stellt man übrigens auch Boote her. Als nächstes werden die Formen zusammengefügt. Jetzt wird klar, dass die Figur später innen hohl sein wird. Und deshalb ziemlich leicht. Aber es sieht noch nicht aus wie unser Hotdog, eher wie ein Alien-Ei. Nach einer halben Stunde öffnen die Männer das Gebilde und schälen die Figur nach und nach heraus. Gearbeitet wird mit Handschuhen, denn das Fiberglas ist noch sehr heiß. Eine chemische Reaktion der Kunststoffbestandteile. Unser Hotdog-Mann ist geboren. Die Formen werden nicht etwa weggeworfen, sondern sorgfältig aufbewahrt. Für die nächsten Figuren. An den Nahtstellen sind bei unserem frisch geschlüpften Hotdog-Mann aber noch überstehende Harzreste. Die entfernt ein Mitarbeiter nach dem Abkühlen und schleift alles sauber ab. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Im ersten Schritt wird gesprayt. Für die Feinarbeit ist dann wieder eine andere Mitarbeiterin zuständig. Lippen, Auge, Zunge
die 50 Sterne der US-Flagge und viele kleine Details. Alles handgemalt. Das dauert mehrere Stunden. So viel Aufwand hatten wir nicht erwartet. Da muss sich unser Kameramann erstmal setzen. Irgendwann passt alles. Zehn Menschen haben mehrere Wochen lang an dieser Figur gearbeitet. Der Imbissbesitzer in Deutschland wird pro Stück gerade mal 400 Euro zahlen. Bald wird unser Hotdog-Mann den Menschen Appetit auf heiße Hunde machen. Und wir wissen jetzt, was dieser Kerl mit der größten Papstfigur der Welt zu tun hat.